Das in Shortcut-Version für euch nach Hause geliefert. Ihr könnt das auf YouTube-Kanal gerne mal langsam und mal schnell ablaufen lassen. Also die Zentrum für Hochsportleute sowie die Mayhem Crew hat auf jeden Fall Bock, das Ding hier zu starten. Viel Spaß damit, bleibt gesund, bleibt dran. Lernt Street Dance ganz neu kennen durch euren Trainer, Coach D. Cold Stan. Und wir kommen jetzt auch schon zum ersten Part, ihr Lieben. Und zwar ist es jetzt immer so, wir stellen uns mit dem Rücken zu euch, damit ihr umso mehr wisst, wie es ist, dann halt auch rechts und links gut reinzunehmen. Weil das ist oftmals blöd, wenn ich genau zu euch stehe, dann ist rechts mein rechts, nicht euer rechts. Okay? Gut. Einmal ein Turn, ihr Lieben. Und dann beginnen wir auch schon mit den ersten Bewegungen. Aufpassen. Die ersten paar Dinger gehen vielleicht zahlentechnisch noch, aber vieles zähle ich nicht, sondern ich gehe hier mehr lyrisch auf die Sache drauf, damit ihr da eine bessere Verbindung habt damit, als einfach nur eine Choreo zu tanzen. Gut, dann geht's los. Arme hochziehen und dann kurz bevor der Bass erscheint, dann voll auf den Bass drauf, boom! Erst hier den Effekt wahrnehmen, versucht einen Chest-Pop gerne mit einzubringen, boom! Das heißt, also Kontraktion der Muskelgruppen, Brustkorbbereich, dann läuft er nämlich auch schon vor. Boom! Dann eine schnelle Folge der Beine. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein. Springt sie richtig drauf, rechts, links, rechts. Dann läuft er schon nochmal vor. Boom! Rechts, links, rechts. Auf rechts gehen wir jetzt mit maximalem Gewicht. Geht sehr tief, so weit ihr könnt. Linkes Bein, lasst ihn langsam die Arme zugleich nach dem, ja, wie ich jetzt wackel. Linkes Bein schön lang. Dann habt ihr mit dem linken Bein ersten Beuge und dann springt ihr auf das linke Bein drauf. Rechts ist lang und ihr fallt rechts tief. Und das machen wir schön statisch. Linkes Bein, boom, boom, auf Doppelbass. Dann haben wir eins. Schön zum Cross-Step. Rechtes Bein zur rechten Seite, das geht platzieren. So, rechtes Bein zur rechten Seite, rechtes Bein ran, rechtes Bein nach vorne. Jetzt kommt eine sehr, sehr schwierige Kombi, weil die super schnell ist. Linkes Bein zur rechten Seite vor, klack, rechtes Bein hebt wieder früher, aber müsst das rechte Bein nach hinten bringen. Bringt auch rechts rauf, links hoch, links ab. Und gleich sind wir fertig für den ersten Part. Rechtes Bein ran, cross, dann Fast Spin und entfaltet einfach noch tief. Boom. Kleiner Effekt nach oben, bisschen Freestyle und das war Part. Eins. Zweiter Part. Wir sind jetzt angekommen, dass wir jetzt nur mit dem Refrain loslegen können. Ja, versucht hier auch richtig auf die Lyrics zu hören, denn wir machen hier viel auf 5% dead, 50% whatever. Ja, wir gehen also schon stark ein, also hört gut rein. So, linkes Bein, first step, rechter Arm zur linken Seite. Und zwar tap, 10%, lack. Ja, und gibt das Gefühl von lack mal so richtig rüber. Es wäre sonst schade, wenn so... Okay. Rüberkommen, ja? Haut sie richtig rein. So, eins und. Boom. Tap. Gleicher Move der Beine. Linker Arm. Rechte Seite zur links stabil. Rechts setzt sich zum Schluss an für 20% Skill. Beine kommen so hoch, kommt zur Mitte und Oberkörper, Kopf nach vorne, Hände vor dem Brustkorb, einmal nach oben ziehen. Dann ganz schnelle Folge. Rechts, links. Wir sehen auch, die Schritte machen wir dann mit. Rechts und links. Dann rechts. Legt zurück, die Hände sind an der Taille beim Zurückkommen und jetzt die Hände nach vorne. Boom! Mit diesem Effekt, der leichten Bein aktiviert, Fersenspitze, wupp, zur rechten Seite. Dann zurück und rechtes Bein holt die Arme, setzt hier rüber, rechtes Bein, rechte Arm, mit. Ziehen an, ziehen, 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 ziehen und nachstellen. Ja, da haben wir dann Concentrate. Concentrate, pop, will, kurz an der Stelle. Ja, das geht, gehen wir nochmal durch. Gleich bis dahin. 3, 2, 1, und. Links, rechts, rechts. Mitte. Rechts, links, vor, Seite. Concentrate, power of will. Rechts beim Absetzen, dann gehen wir über den Harlem Shake. Dafür findet ihr auf dem YouTube-Kanal 100 von irgendwo ein Basic Move, um den gut zu lernen auch.
Ja? Der funktioniert so. Ich setze den rechten Bein ab, linke Schulter vorsetzen, einmal hoch, einmal runter. Hoch, runter ist das sehr schön. Geklappt. Und den rechten Arm dann mit dem linken Bein zur linken Seite. Und dann könnt ihr hier auch schön nachziehen. Ja? Super schnell, weil es so ist. Also halt, müsst ihr schauen, dass ihr die linke Seite vorsetzt, hoch, runter, dann change, hoch, runter. Und das halt schnell. Okay, so. Nochmal auf der Stelle. Konzentriert, Power off. Will. 5%. Rechte Arm von links nach rechts. Pleasure. Linkes Bein ansetzen. Linke Hand auf rechte Seite. Bumm. 15%. Dann rechtes Bein hinter. Eine schwierige Stelle, Leute. Gibt richtig Druck. Das wird er nicht. Rechtes Bein hinter, rechter Arm nach oben, zieht richtig durch, linker kommt hinterher und in die Tiefe. Ordentlich runter mit dem Po und dann geht's nach oben. Hey, so. Der nächste Schritt ist ein Aufmachen, ein Zumachen. Aber hier an der Stelle ist es wichtig, bei den ersten zwei Schritten, Brustkorb first, geht mit dem Schritt. Rechts, links. Ja? Und beim zweiten dann, wenn ihr rechts, links durch habt, das nach unten mit Schulter. Okay, mal einen Turn und dann geht es mal richtig rum. Also, Pain. Dann rechts, links. Als nächstes, remember, einfach das Fett Knie bei dir nach links vorne. Beim zweiten öffnet ihr das Knie, wirft nicht. Zieht hoch. Und dann leicht. Das war Part 2. Part 3. So, gehen wir los. Und zwar der dritte Part, der jetzt das Knie hasse, hört das wiederholen. So, ihr Lieben, also 3, 2, 1. Dritter Part kommt jetzt auf euch zu. Wir legen los. Und zwar sind wir ja nicht fertig mit Will Nate und haben dann allerdings den Live noch durchgeführt. Der Live-Move ist der, dass ihr ganz locker mit der Hand von unten nach oben schlitzt. Ja, wie verbinden? Ja, du hast dann Fleck. Easy. Ja. Rechtes Bein rum. Wow. Leicht. Auf Text setzen wir an. Rechtes Bein dann erst den Boden rum. Rechtes Bein jetzt nach hinten führen. Klack. Linkes Bein macht den Kick, währenddessen kommen beide Arme zur rechten Seite von eurer Hüfte. Dann setzt ihr das linke Bein an, setzt jetzt die Trips um, schwupp, und ihr dann gut, weil ihr die Arme mitverwendet. Dann lösen das Bein und die Arme und ihr haltet euch rechts fest. Links, dann wiederholen und zurück und dann mit dem rechten Bein lang. Beide Hände runter zur Hüfte und ihr isoliert, also hier wieder Ferse und Spitze zur rechten Seite. Dann haben wir einen kleinen Seitermove. Ihr setzt dafür hinten an, Hüfte doppelt rechts, klick, klick, dann linkes Bein nachstellen, von mir aus auch gerne zu nennen. Danach ist es ein bisschen schwierig, dann brauchen wir ein bisschen Tiefstepper-Training, aber schon wieder auch hin. Also dann, Fersen, bitten. Beim nächsten Mal Fersen setzen wir das letzte Bein, nehmt ihr das hoch und setzt dann hier wohl Achtelspitzen, geht jetzt die Knie, Bounce 1, Bounce 2, linkes Bein hier runter von rechts setzen, dann hochziehen, zur linken Seite Arme rechts. Wow, mal low, dann einmal rum, dann Spider-Effekt. Der nächste Move ist nicht ohne, aber ihr schafft es schon, wenn ihr einfach easy durchführt. Linke Arm runter, rechtes Bein lang. Punkt. Rechtes Bein rechts hier runter, linke Arm unter euch, linkes Bein sitzt. Entspannt, den zieht hier rum, bis ihr vorne links hier wo erreicht habt. Rechtes Bein ausholen, einmal schön groß absetzen, dann kommt der Turn nach oben weg. Jetzt seid ihr hier und führt bei Backdown. Einmal den rechten Arm nach oben, gleich Knie zusammenführen und nach unten kommen. So. Und wie das alles schnell aussieht, habt ihr ja schon gesehen. Ich hoffe, ihr kommt schon klar damit. Falls nicht, Leute, besucht unsere Hauses. In diesem Fall ist das die Halle 5. Kommt vorbei und gönnt euch. Dankeschön an die Mayhem Crew. Vielen Dank an euch. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.